zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt. Der Abschlusspräsentation der einer Veranstaltung, wo sich ganz viele junge Menschen ein Wochenende lang einschließen, um an Projekten zu arbeiten und damit die Welt zu verbessern. Ich bin der Olf. Und ich bin die Lisa. Und wir wollen euch jetzt einerseits erstmal kurz erzählen, was Jugendhakt ist für all die, die es schon vergessen haben oder noch gar nicht wissen. Und dann schauen wir uns an, was dieses Wochenende so entstanden ist. Genau. Ich glaube, du musst dein Mikro anmachen. Das ist doch an. Nee, da. Komm mal. Genau. Okay. Ja. Also zu meiner Verteidigung, mir wurde gesagt, ich muss nur hier unten den weißen Schalter hochschieben. Okay, also auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich bin Lisa, eine der Organisatorinnen von Jugendhakt in Halle. Und ganz kurz nochmal, wer das Format noch nicht kennt, was ist Jugendhakt eigentlich? Jugendhakt ist ein Hackathon für Jugendliche, ein gemeinnütziges Förderprogramm für junge Menschen, die sich für Technik begeistern können. Und genau, Altersgruppen sind so 12 bis 18 Jahre, also eine ganz weite Altersspannweite. Und genau, wir haben hier von Freitag bis heute gemeinsam mit Technik getüftelt, Programme geschrieben. Genau, die Jugendlichen, die jetzt hier auch alle vorne sitzen, kommen zum Teil aus der ganzen Bundesrepublik angereist, was uns sehr freut. Und ja, Jugendhakt ist aber auch ein Format, was wir gar nicht selber erfunden haben, sondern das ist eine Veranstaltung oder ein Programm vielmehr von dem Verein Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation Deutschland. Und das gibt es auch schon seit 2013, man sieht es ja hier auf der Grafik. Und es gibt in vielen anderen Städten in Deutschland auch Jugendhakt-Veranstaltungen. Viele von euch waren ja auch in diesem Jahr schon bei vielen anderen Veranstaltungen. Also wir in Halle hier haben jetzt das dritte Jugendhakt. Für Deutschland war das, oder für das Jugendhakt-Programm 2019 war es das 10. Jugendhakt und damit auch die letzte Veranstaltung für dieses Jahr. Und wir können auch noch ein ganz besonderes Jubiläum feiern und da bitte ich gleich um einen kleinen Applaus, weil das war jetzt das 50. Jugendhakt, seit es Jugendhakt gibt. Genau, also da ist ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren und ja, auch an diesem Wochenende ist ganz, ganz viel passiert. Ich habe ja schon gesagt, hier wurde viel mit Technik gearbeitet, Programme entwickelt, das Ganze aber nicht nur zu irgendwelchen Themen irgendwie, sondern Jugendhakt steht immer unter einem besonderen Claim, nämlich mit Code die Welt verbessern. Das ist schon ein ganz schöner Anspruch, ne? Da also Ideen zu finden oder technische Lösungen zu finden für Problemstellungen, die ihr für euch selber so festgestellt habt in eurem Leben oder auch in der Gesellschaft, in der wir leben. Und genau, in diesem Jahr haben wir aber auch das Motto nochmal ein kleines Stückchen erweitert. Und zwar war in diesem Jahr das Motto, mit Code die Umwelt verbessern. Auch das haben wir uns nicht einfach so zufällig ausgedacht. Sicherlich haben es ja viele mitbekommen, dass ja, wenn wir über die Welt verbessern reden, dann ist ein ganz großes Problem, was wir ja derzeit haben, die Klimakrise. Und die Klimakrise ist was, was vor allem auch ganz, ganz viele junge Menschen beschäftigt. Also seit Monaten erleben wir, dass Jugendliche an Freitagen auf die Straße gehen und bei Fridays for Future demonstrieren. Und das war ein Anlass für uns zu sagen, na dann lass uns doch das bei Jugendhakt auch mal mit aufnehmen und gucken, ob man nicht technische Lösungen auch für bestimmte Probleme finden kann, um die Umwelt zu verbessern. Wir haben dann daraufhin eine Umfrage gemacht in unserem ganzen großen Jugendhakt-Netzwerk und haben sozusagen abstimmen lassen, welches Thema denn gewünscht ist für dieses Jahr. Und auch das hat es nochmal bestätigt. So kam also dann das Motto mit Code die Umwelt verbessern zustande. Genau. Und ja, wie das hier so abgelaufen ist an dem Wochenende, dazu will der Olf jetzt noch mal ein bisschen erzählen. Genau, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass auf jeden Fall ganz viele Projekte entstanden sind, insgesamt 6 an der Zahl, die sich genau mit diesem Motto beschäftigen. Und ich will noch mal kurz für alle, die jetzt nicht dabei waren, nämlich die Eltern, Geschwister und alle Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern draußen an den Empfangsgeräten, kurz zusammenfassen, was an dem Wochenende passiert ist. Vorher noch ein kleiner organisatorischer Hinweis für alle, die sich hier im Saal befinden. Bitte nicht den Stream auf euren Telefonen oder anderen Geräten schauen, damit
unser Stream schön rausgeht, weil die Internetverbindung nicht so krass ist, wie wir sie gerne hätten. Genau. Anfing es Freitagnachmittag mit verschiedenen Brainstorming- und Projektfindungsphasen. Einige Ergebnisse findet man dort an der Wand. Da wurde zunächst geschaut, was denn überhaupt die Ideen und Wünsche der Teilnehmenden sind. Und anschließend gab es eine Projektfindungsphase. Die Ergebnisse befinden sich draußen im Flur an den Wandzeitungen, wo dann zusammengefasst wurde und sich in Gruppen organisiert wurde. Anschließend kamen wir dann Samstag früh um 9 wieder zusammen und haben angefangen, oder vielmehr die Teilnehmenden haben angefangen, ihre Projektideen zu entwickeln und zu coden, zu designen, zu recherchieren, auch ganz viel zu säubern, also nämlich Daten zu säubern, aufzuräumen, zu verbessern. Und natürlich wurde auch an Hardware gebastelt, es wurde gelötet, gelasercuttet, geschraubt, geklebt, im Prinzip das gesamte Angebot an Werkzeug und Technik hier im EBK auch voll ausgenutzt. Und was es auch noch den ganzen Samstag über gab, waren Lightning Talks, also kurze Vorträge zu ganz vielen verschiedenen Themen, diesmal auch von Teilnehmenden, wo zum Beispiel hier den interessanten Vortrag über Amateurfunk von Noah. Und Samstagnachmittag ist dieses wunderbare Bild entstanden, wo wir uns zusammentrafen, um kurz abzuheben. Und was wir gemacht haben zwischen diesem Bild, also vor und nach diesem Foto, dazu wollen wir jetzt kommen. Und damit starten wir mit der Projektpräsentation. Und da können sich die ersten beiden vielleicht schon mal fertig machen, Noah und Milena. Genau, es geht nämlich um das Projekt Stickerverdichter. Nee, Moment, der Mini-HDMI war bei einem anderen Projekt, Entschuldigung. Genau, ein Problem, was wir alle kennen, hoffe ich, können wir das vorführen da hinten? Genau, wir haben Sticker auf unseren Rechnern und irgendwann wird der Platz knapp und Noah und Milena haben ein Projekt entwickelt, um dieses Problem für ein für alle Mal zu lösen, den Stickerverdichter. Ja, ich löse bei JugendHackt total gerne Probleme, die ich ohne JugendHackt überhaupt nicht hätte, und was man hier auf vielen Rechnern beobachten kann, ist... Ah, Kabel, cool. Faszinierend. Ja, dieses Phänomen ist viel vertreten bei JugendHackt. Viele Sticker übereinander. Und es ist natürlich auch schade um diese ganzen Sticker, die dabei verloren gehen. Genau, und trotzdem kommen immer neue Sticker dazu. Tja, dieses Problem wollten wir lösen und da haben wir uns eine Lösung einfallen lassen, womit wir auf jedem Laptop mehr Platz für Sticker schaffen können, als Jasper auf seinem Mainboard zur Verfügung hat. Also wir wollten eine Sticker-Rollwerbetafel machen, wo doppelt so viel Stickerfläche ist, da die sich dreht. Und ja. Also Hardware haben wir Getriebemotoren benutzt, USB-Stecker, Zahnräder, Walzen und eine Papierbahn. Ja, da mussten wir uns irgendwie überlegen, wie können wir denn diesen schönen Getriebemotor hier mit Strom versorgen. Da bietet sich natürlich an, den USB-Port vom Laptop gleich zu verwenden. Das Problem ist, der Motor, der braucht weniger Spannung, als der Laptop zur Verfügung stellt. Also haben wir uns diese Schaltung dort einfallen lassen, um die Spannung zu wandeln. Dann ging aber erstmal gar nichts mehr. Also haben wir die Schaltung jetzt einfach weggelassen und den Motor mit ein bisschen mehr Spannung betrieben. Dreht sich trotzdem, ist noch nicht in Flammen aufgegangen, also scheint zu funktionieren. Wir haben also auch und die Lötkolben und auch die Lasercutter hier benutzt, die hier im EBK zur Verfügung stehen, und damit zum Beispiel die Zahnräder hier für das Übersetzungsverhältnis vom Motor schneiden lassen. Genau. Damit waren wir dann irgendwann 23:30 fertig gestern und dann habe ich bis früh um 5 noch das ganze Zeug in der Jugendherberge zusammengeklebt. Ja, dann können wir das auch einmal kurz vorführen. Jetzt drehen sich nämlich diese Walzen und man sieht, dass immer wieder neue Sticker kommen und jetzt kann man doppelt so viel Sticker beobachten, wie Fläche auf dem Laptop zur Verfügung ist. Ja, vielleicht können wir das auch irgendwie auf der Leinwand haben, weil man das von hinten sonst schlecht sieht.
Ah. Ja, faszinierend. Genau, das ist auf jeden Fall wunderschön. Wir haben dann auch noch eine ganz tolle andere Funktion festgestellt, dass man den Laptop fahren lassen kann. Wenn man das... Ja. Damit möchte ich mich auch für dieses tolle Event bedanken und für unsere tollen Mentoren hier. Ja, auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, zukünftig also nicht nur fahrende Staubsaugerroboter, sondern auch noch fahrende Laptops in den Wohnungen von uns. Ich hoffe, das Ganze schafft es auch noch bis zum 36C3 zur Serienreife. Ich glaube, da könntest du auf jeden Fall sehr viele oder könntet ihr sehr viele Abnehmer finden. Die nächste Gruppe, das Projekt Fake Wolf, kann sich schon mal bereit machen und hier positionieren. Journalisten gegen Populisten, wer gewinnt diesen Wettstreit? Ein Spiel, um uns alle etwas mehr zu bilden im Bereich Nachrichten und Falschnachrichten zu erkennen und das Ganze spielerisch angehaucht. Genau. Wir sind das Team Fake Wolf und wir haben hier einmal so ein tolles Intro vorbereitet. Oder auch nicht? Okay, wir haben doch kein tolles Intro. Genau, wir wollten... Ach nee, dazu kommen gleich mehr. Genau, wir haben ein webbasiertes Multiplayer-Spiel erschaffen, beziehungsweise das war die Idee, in dem Journalisten gegen Populisten kämpfen, mehr oder weniger, wie das gerade so schön schon angekündigt wurde. Und das Ziel dabei ist, sich gegenseitig auszuschließen. Also die Journalisten versuchen natürlich, ihre Zeitung freizuhalten von Populismus, da sie ja seriös bleiben wollen. Und andersrum versuchen die Populisten, die Journalisten auszuschließen, damit sie mehr Artikel verbreiten können, die ihre Meinung unterstützen. Genau, das Spiel ist rundenbasiert aufgebaut und in drei Phasen unterteilt, zu denen es dann mehr gibt. Und gewinnen tut ein Journalist, indem er jede Runde andere Mitspieler ausschließt. Man weiß nicht, wer ist. Und genau, wenn die Journalisten es schaffen, alle Populisten auszuschließen, haben die Journalisten gewonnen. Wenn die Populisten es schaffen, alle Journalisten auszuschließen, haben die gewonnen. Oder wenn zu viele Fake News verbreitet wurden, dann gewinnen auch die Populisten. Genau, das erinnert vielleicht einige, die das Spiel Werwolf kennen, sehr daran. Davon wurde auch unser toller Name inspiriert. Ja, also wie eben schon genannt, teilt sich das Spiel in drei Phasen auf. Beginnt das Spiel mit der Schreibphase. Wir haben eine API verwendet, um uns echte News aus dem Internet zu ziehen und haben die Deskription von jenen in Informationen für unser Spiel umgewandelt. Und am Anfang bekommt jeder Spieler eine bestimmte Anzahl von diesen eben präsentiert und zur Auswahl gestellt. Und da kann er sich eine auswählen, zu der er dann seine Headline eben schreiben will. Der Knackpunkt hierbei ist, dass er, wenn er diese Headline schreibt, dass er da bestimmte Schlüsselwörter für verwenden muss. Deshalb zwingt man dadurch auch eben die populistische Gruppe, eben Fake News zu verbreiten, weil die eben bestimmte Schlüsselwörter unterbringen müssen, die eben die Nachricht verfälschen. Genau, das ist die Schreibphase. In der nächsten Phase, das ist dann die Voting-Phase, da geht es praktisch darum, dass die beiden Spielgruppen versuchen, die jeweiligen anderen Spieler zu entlarven. Also das Ziel der Journalisten ist hierbei logischerweise, die Fake News herauszufiltern und eben versuchen, unterscheiden zu können, was ist denn jetzt falsch und was ist wahr. Und dann wird eben gevotet. Die Populisten versuchen genau das Gegenteil, die wollen natürlich die Journalisten ausspielen und versuchen, die auszuschließen. Der Spieler mit den meisten Votes, beziehungsweise Leute, die über 50% der Stimmen bekommen haben, werden dann vom Spiel ausgeschlossen. Dann gibt es noch eine dritte und letzte Phase, das ist die Aktionsphase, zu der wird Moritz sich jetzt nochmal äußern. Genau, die letzte Phase ist dann nochmal eine Phase zwischen der Schreib- und Voting-Phase, die ist eigentlich gar nicht so wichtig und wird momentan auch nicht verwendet, aber für Spezialrollen, wie man es auch aus Werwolf kennt, wäre diese Phase dann als Puffer nötig, damit verschiedene Aktionen, deshalb Aktionsphase, ausgeführt werden können, wie zum Beispiel das Verändern von Schlüsselwörtern oder ähnlichem, um es den Journalisten oder Populisten zu erschweren.
Ja, als eine der verwendeten Technologien haben wir Flutter benutzt. Das Schöne an Flutter ist, dass es plattformunabhängig ist und dass wir halt für fast jedes System einfach das Programm kompilieren können. Und das haben wir als Frontend benutzt, also als Benutzeroberfläche für das Spiel. Genau, zum Backend haben wir einmal die Programmiersprache Python benutzt, mit der wir unsere News-API geschrieben haben, die wir, wie gesagt, schon zum Beschaffen der News quasi aus dem Internet haben, damit die dann quasi fürs Spiel richtig verarbeitet werden. Und wir haben uns im Endeffekt doch wieder für ein PHP-Backend entschieden, mit dem wir Sockets erstellen, um die Kommunikation zwischen Spieler und Server zu ermöglichen. Dann kommen wir jetzt zu den Daten, die wir verwendet haben. Also das erste ist Nachrichtenvokabular, da es meistens Problem ist, dass Journalisten Wörter benutzen, die man als Normalsterblicher vielleicht nicht immer ganz versteht. Deshalb haben wir da mal eine Übersicht rausgesucht, wo die alle erklärt werden. Dann haben wir noch eine Fake News Seite aus Amerika, die BBC. Da werden nochmal drastische Fake News gezeigt. Und dann natürlich noch die News API, die uns die Nachrichten raussucht. Ja, der aktuelle Stand von unserem Spiel ist, dass das Frontend ist noch in der Entwicklung, aber es ist jetzt fast spielbar. Wir haben ja vor uns auch schon einen Screenshot gesehen. Und im Backend haben wir eben einmal die Python API, also beziehungsweise die API auswertet, womit wir uns halt Informationen aus dem Internet ziehen können. Und also das Backend von der App, also sprich die Verarbeitung der Informationen auf dem Server, läuft schon, ist aber noch nicht ganz fertig entwickelt. Ja, und jetzt stellt sich noch die Frage, warum wir die Welt dadurch verbessern. Zum einen stellen wir ein besseres Verständnis zum Thema Fake News bei den Spielenden her. Und zum anderen regen wir die Spieler dazu an, Nachrichten zu hinterfragen. Das war's mit unserer Präsentation von unserem Spiel Fake Wolf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Mitya, Erik, Justus, Luca, Jan Moritz und Moritz. Das war ein tolles Projekt und wir kommen zum nächsten tollen Projekt, denn in Past, dem postapokalyptischen Spiel des Todes, bereiten uns Linus, Pascal und Jannis auf die Postapokalypse vor und zeigen auf, warum wir das unbedingt verhindern müssen. Also, wir haben uns gedacht, wenn die globale Erwärmung so schlimm wird, dass die Menschheit das nicht mehr richtig aushalten kann, dann ist es auch zu spät, dann kann man das nicht mehr retten. Und dementsprechend wollten wir simulieren, sozusagen, wie die Welt aussehen könnte, nachdem die Hilfemaßnahmen gescheitert sind. Und dazu haben wir das postapokalyptische Spiel des Todes, auch Past genannt, entwickelt. Und unsere Idee dabei war, dass es so ein Ja-Nein-Entscheidungsspiel wird. Das bedeutet, sehen Sie gleich auch, man kann es schon spielen, dass man jede Runde eine Karte hat, wie zum Beispiel erhöhen Sie die Steuern für Autos. Und dann muss man sich dafür entscheiden, das zu tun oder eben nicht. Und diese Entscheidung verändert dann die vier Einflussfaktoren, nämlich die Zufriedenheit der Leute, das Geld des Staates, die Gesundheit der Leute und noch die, wie schlimm die Umwelt noch werden könnte. Ja. Genau. Passt natürlich auch super zum Thema.
mit Code die Umwelt verbessern, beziehungsweise eben eher Awareness schaffen dafür. Wir hatten auch einen wunderschönen Lightning Talk dazu, wo es eben auch so ein bisschen darum ging, ja, wie lange haben wir denn eigentlich noch bis zu diesem Point of No Return? Also ab wo es nur noch schlimmer werden kann. Ja, und da hieß es so, naja, so 8 Jahre. Also wenn man sich überlegt, dass wir da so planen, bis 2030 vielleicht mal ein bisschen was Richtung Klimaschutz zu machen, ist das ein bisschen, ja, zu minimal angesetzt. Genau. Kommen wir zur Technologie. An sich ist es eben eine Webseite geworden, um es eben möglichst für alle auf allen Geräten verfügbar zu machen. Mobiles Layout funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Daran basteln wir noch, aber das wird noch. Natürlich, dass die ganze Logik dahinter ist in JavaScript geschrieben und da das komplette Spiel eigentlich aus einer JSON generiert wird, lässt es sich ganz einfach auch für andere Spiele weiterverwenden. Also wenn das jemanden interessiert, so ein Spiel vielleicht mal selber zu entwickeln, schaut gerne mal in das Repo vorbei. Ja, also ich war für das Design und für den Namen halt zuständig. Ich weiß, das ist ein ziemlich innovativer Name. Das Design ist in Pixelgrafik gehalten. Ich habe mich da jetzt nicht so richtig hier... Ich habe einfach drauf losgemacht und es ist halt relativ gut geworden, würde ich sagen. Ja. Und Yannick darf jetzt auch nochmal das Spiel vorstellen. Ja, also hier in dem Spiel oben sehen wir die 4 Einflussfaktoren. Geld, ja, so viel zu, wir brauchen eine Maus. Zufriedenheit des Volks. Ja, ich habe nicht geklickt, ich habe nur die Maus bewegt. Ja, dann die Gesundheit und die Umweltfaktoren. Ja, auf der Karte ist sozusagen kurz ein Bild drauf, was es ist, nämlich Steuererhöhung auf Autos. Also man selber spielt sozusagen die Regierung. Und dabei gibt es einmal die Entscheidung, Steuern erheben und Autoimport einstellen und die Steuern zu belassen. Wir haben bisher erst so 7 Karten gemacht, das heißt, sie wiederholen sich ziemlich sicher auch. Aber ja, jetzt wähl du einfach mal aus. Ja, wir nehmen natürlich die klimafreundlichere Version. Genau. So, und nun ändern sich die Farben hinter den Symbolen für die 4 Einflussfaktoren. Und ja, je grüner, desto besser werden sie. Zum Beispiel wurde gerade die Zufriedenheit des Volkes wurde schlechter, weil es eher Richtung Rot ging, da die natürlich weiterhin Auto fahren wollen. Genauso dafür ging allerdings zum Beispiel die Umwelt etwas hoch, da nun halt weniger Auto gefahren wird. So, bei dem Kohle- und Ölbetrieb sagen wir jetzt, oh, ich kann das nicht, sorry, mach du das mal. Sagen wir mal, wir wollen jetzt das Budget erhöhen, damit wir wieder mehr Geld einnehmen. So, jetzt ist dafür die Umwelt wieder gesunken und das Geld angestiegen. Nun ja, so geht es dann 50 Entscheidungen maximal, wenn man nicht vorher bei einer relativ schlecht wird. Er hat zum Beispiel gerade viel Geld jetzt, aber ziemlich schlechte Umwelt und ja, Gesundheit. Deswegen, wenn man dann entweder 50 Mal überlebt hat, dann sozusagen, dann hat man quasi gewonnen, also man kann quasi nicht so richtig gewinnen, aber dann ist man halt bis zum Ende gekommen. Und wenn man einen Faktor vorher auf 0 bekommt, also auf ganz schlecht, dann hat man verloren und ja, bisher steht dann einfach nur da, was man verloren hat oder gewonnen oder so, beziehungsweise dass es zu Ende ist, aber ja. Und wir wollten auch noch vielleicht ein paar Karten einfügen noch, wenn wir dazukommen. Aber ja, genau. Da, jetzt steht zum Beispiel, you killed the earth, weil er zu wenig, was hat? Kein Geld. Kein Geld, genau, richtig. Ja. Das Spiel ist bewusst verdammt schwer gehalten, also man soll möglichst niemals gewinnen können oder es soll sehr, sehr schwierig sein, um eben zu verdeutlichen, dass wenn wir so weitermachen und wenn wir einmal, ja, es mehr oder weniger verhauen haben, dass es eben eigentlich keinen Weg zurück gibt. Ja. Genau, und wer das gerne mal daheim ausprobieren möchte, könnte sich noch schnell diesen QR-Code einscannen. Und damit wären wir dann eigentlich auch am Ende unserer kleinen Vorstellung. Bedanken uns nochmal für die tollen Mentoren, die dieses Wochenende
um genau zu sein, mein letztes Jugendhack, ja, zu einem wunderschönen Wochenende gemacht haben. Ja, ich bedanke mich und würde dann an die nächste Gruppe weitergehen. Genau, einfach mal drauf losgemacht und relativ gut geworden, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Kann man bestimmt auch zu dem nächsten Projekt sagen, denn mit Skook haben der mit dem Zopf Nele, Hanna N., Maya und Svea eine Online-Plattform entwickelt, wo man sich verabreden kann zum gemeinsamen Lernen und so weiter. Ich übergebe das Mikro an euch. Also, jeder kennt's. Schule, Allgemeinwissen, runterlernen, weiter. Man hat nie so wirklich die Chance, jetzt wirklich seine Interessen zu vertiefen, weil immer nur so kurz angeschnitten, dann geht's schon weiter. Wir haben Zeitstress, Klassenarbeit schreiben und gute Noten, damit alle was auch immer schaffen. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, die liebe, ich habe keinen Namen, Person X will gern zum Chor, hat aber keine Chance, sich irgendwo zu verreden in der Stadt, in der Schule. Dann nutzt die Skook, weil dann dort kann sie angeben, ich suche einen Chor, andere bieten einen Chor an, geben an, wir treffen uns dort und dort, ich mache Chorleiter und wie wir es gemacht haben, sagt Hanna. Genau, also Maya, Nele und ich haben das Backend gemacht, das haben wir in der Programmiersprache Python geschrieben und zunächst haben wir eine Datenbank erstellt, zu der euch Maya mehr sagt. Ja, wir haben in dieser Datenbank Tabellen definiert und diese dann verknüpft. Zum Testen haben wir dann Demo-Daten definiert und ja. Ja, wir beiden haben das Frontend gemacht. Dafür haben wir HTML, CSS mit Python, Flask und Jinja benutzt. Ja, wir haben so ein kleines Special-Feature, von dem er euch bestimmt gerne erzählt. Ja, jetzt möchten wir einfach da mal zeigen, was wir gemacht haben. Übrigens, da ist Hanna ganz stolz drauf, das hier ist das Logo. Ja, die Anwendung ist soweit benutzbar. Wenn man sie aufruft, kriegt man einen wunderschönen Hintergrund aus gräulich-farbigen Alpakas und kann dann eben auswählen, was man tun möchte. Man kann entweder ein Angebot nutzen oder ein Angebot erstellen. Nutzen wir doch mal eins. Zum Beispiel im Bereich IT und Technik können wir auswählen und kriegen dann eben Angebote aus IT und Technik. Da steht gerade nur eins drin, kann man dann auswählen, kriegt man Informationen darüber, kann auf Anmelden drücken, ja. Oder natürlich auch einfach ein Angebot erstellen. Und jetzt zu dem eben erwähnten Special Feature. Für jene, die Computer schon vor 2003 verwenden, denen ist das hier vielleicht ein Begriff. Karl Klammer, auch Clippy genannt, die schreckliche helfende Büroklammer aus Microsoft Word 95 und 2003. Wir haben es geschafft, die in JavaScript zu portieren und bei uns in unsere Anwendung zu integrieren. Das heißt, egal was man will, diese Klammer nervt einen. Sie hüpft rum, sie taucht auf, sie geht auf Formularfelder, die man gerade ausfüllen will, macht komische Sachen, wenn man draufklickt. Ja, das musste einfach sein. Daher kommt auch das kreative Logo. Das wär's von unserem Projekt, ja. Ja, vielen Dank. Und wenn im nächsten, kannst du den Lisa geben? Und wenn im nächsten Dürresommer die Bäume wieder die Blätter und Rinde abwerfen, oder vielmehr damit das nicht passiert, darüber haben sich Onno, Robin, Fanny, Gustav, Alexander, Lukas, René, Tim, Moritz F. und Julian Gedanken gemacht mit ihrem Projekt Plant Go. Und würde euch jetzt mal auf die Bühne bitten, das vorzustellen. Ja, also wir hatten das Projekt Plant Go
Und wir hatten halt die Idee, weil es ja zum Beispiel in den letzten Sommern immer sehr trocken war und dadurch auch viele Bäume nicht genug Wasser bekommen haben, hatten wir die Idee, sozusagen eine App zu erstellen, mit der die Leute motiviert werden, Bäume zu gießen. Und in der App geht es darum, dass man sozusagen auf einer Karte alle Bäume in Halle angezeigt kriegt. Und dann kann man sozusagen die Bäume auswählen und sie gießen. Und man kann in Teams zusammengießen und das Team, das halt am meisten Bäume gegossen hat, kriegt halt am meisten Punkte und gewinnt. Ja, genau. Also so viel zur Idee. Dafür haben wir auch... Kannst du eins weitermachen? Genau, also das schon mal, so meldet man sich an. Also man muss sich erstmal einen Account erstellen. Das ist so eines unserer Activities, also quasi ja, Bildschirme. Es kommen auch gleich noch zwei andere. Genau, und wie er bereits erwähnt hatte, es ist quasi so ein bisschen wie Pokémon Go, wem das was sagt. Also es bilden sich dann aus den Accounts die Teams und die sammeln quasi Bäume in dem Sinne, dass sie die Bäume gießen. Insgesamt, und da betrachten wir immer einen Zeitrahmen von einer Woche. Insgesamt kriegt der Baum dann 200 Liter, also das ist dann gefüllt und man gießt immer mit 10 Liter Eimern. Und wer dann quasi den Baum am meisten gegossen hat, der hat halt in der Woche diesen Baum gewonnen. Und der dann die meisten Punkte, also Bäume hat, hat dann für diese Woche gewonnen. Und das ist quasi das Spiel und das soll dann motivieren, diese Bäume dann auch zu gießen. Genau, jetzt noch zu den anderen User-Interfacen. Dafür. Okay. Es geht schon. Strom hilft. Manueller Fokus, das klingt schlecht. Ist gut, okay. Also das ist die Karte, man sieht die ganzen Bäume und die werden dynamisch nachgeladen, je nachdem, wo man hingeht. Cool. Ja, dann ist noch die Teamauswahl. Alex. Das wäre natürlich logischerweise zuerst gekommen, aber na, am Anfang wählt man halt sein Team aus. Achso, dieses Kabel, naja. Am Anfang wählt man halt das Team aus und das ist... Hier kann man das Team auswählen, das wird dann von der Datenbank geladen, in der Liste und hier kann man auch noch neue Teams erstellen. Genau, das Frontend wurde umgesetzt mit Flutter, das ist ein Framework von Google, ein Open-Source-Framework und das ist, ja, wurde auch schon von anderen Projekten verwendet, weil es halt cool ist, dass man parallel mit einem Code, und zwar in Dart geschrieben, sowohl für Android als auch für iOS sowie für weitere Plattformen entwickeln kann. Ja, also wir haben auch zwei Websites zu der App erstellt. Data. Ja, also genau, also wir hatten, das war jetzt das Frontend, also die App, die man am Ende sieht, aber wir hätten das ganze Projekt gar nicht machen können, wenn wir nicht die Open Data von der Stadt Halle hätten, nämlich alle Bäume, die in der Stadt sind und was man damit anfangen kann, das wird euch jetzt mal unser Backend-Team erzählen. Genau, also die Stadt Halle hat ein sogenanntes Open-Data-Programm, also hier veröffentlicht die Stadtverwaltung Daten, welche sie in der Stadt erheben. In diesem Fall haben wir uns auf das Baumkataster zurückgegriffen. Dies ist eine Liste mit im maschinenlesbaren Format, welche alle Bäume beinhaltet. Haben wir ein kleines Programm geschrieben, was durch diese Daten durchgeht. Open Data ist eine coole Sache, aber dann auch konsistente und immer gleiche Daten. Genau, das war eins unserer großen Probleme, dass wir darauf gekommen sind, dass die Daten teilweise sehr inkonsistent sind, man mit verschiedenen Dingen dasselbe ausdrücken will
Und auch so Dinge wie, dass die Koordinaten nicht in einem standardisierten, es ist ein standardisiertes Koordinatensystem, aber nicht sehr weit verbreitet. Und das heißt, das ist irgend so eine Projektion, die man erst umrechnen muss in verbreitete Koordinaten. Genau. Genau, ich habe mich um die API im Prinzip gekümmert. Ich habe in Node.js eine REST-API mit Express aufgesetzt, welcher halt einfach die Daten von der Datenbank an die App übergibt. Und ja, da gibt es so einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel gab es so kleine Probleme noch mit der API, dass sie nicht gestartet hat und so. Aber man kennt es, am Ende geht es ja irgendwie. Genau. Ja, genau. Falls sich jemand unseren Source Code angucken will, hinter dem QR-Code bzw. dem Link da unten versteckt er sich. Ja, also jetzt kommen wir wirklich zu den Websites. Also wir haben zwei Websites zu der App erstellt, damit sie sozusagen weiter verbreitet werden. Und dort erfährt man sozusagen, wie die App aufgebaut ist und wird halt darüber informiert. Ja, also das ist die erste Website. Also die Websites sind beide noch im Bau. Und das ein großes Problem war halt zum Teil, dass man sozusagen das Ganze auch für Handys und andere Geräte sozusagen unterstützt macht, weil dadurch, dass das Handy ja einen kleineren Bildschirm hat, verschiebt sich das Ganze und das ist halt anstrengend immer umzuändern. Ja, dann haben wir noch eine zweite Website. Ja. Das ist meine Website. Ist jetzt nicht so, also hat nicht so viele Features wie seine Website, aber hat, glaube ich, noch ein paar Rechtschreibfehler drin, weil ich es von seiner Website kopiert habe. Ja. Okay. Ah, also der Schluss. Also, oh, da hat jemand was falsch markiert. Das ist nicht das Logo, das ist das Icon. Da ist eben ein Baum. Für Plant Go stehen das P und das G. Es ist mit, ach, wie hieß das noch gleich? Inkscape, genau, mit Inkscape gemacht. Das ist eine spezielle Zeichen und so Software. Also, ja. Dann gab es dazu noch was weiteres. Das war dann, das ist dann das richtige Logo. Hoffentlich steht da nicht dann Icon. Wo ist? Kann jemand mal die? Ist da noch eine nächste Seite? Nein? Okay, dann gebe ich es einfach weiter. Falls jemand das richtige Logo sehen will, kann auch mal ganz kurz hinterkommen, dann kann ich es zeigen. Ja, die App soll natürlich noch weiterentwickelt werden. Wir wollen die Teams ausbauen, wir wollen überprüfen, ob jetzt wirklich ein Baum gegossen wurde oder nicht. Also es geht natürlich nicht so richtig, aber ob die Standorte vom Baum und Telefon übereinstimmen. Und auch die Zeit, ist das realistisch, in welchen Zeitintervallen die Bäume gegossen werden von einer Person. Wir wollen das auch auf mehrere Städte erweitern, die Karte. Und wir wollen auch noch ein paar mehr Informationen hier zu den Bäumen, wie viele Lieder die bereits bekommen haben und sowas anzeigen. Und das Punktesystem wollen wir auch noch ausbauen. Ja, das war's mit unserem Vortrag. Ja, vielen Dank. Tja, und alle Städte und Vertreterinnen und Vertreter von Städten, die noch keinen Baumkataster im Internet haben, die können sich jetzt sicherlich schnell darum kümmern, denn dann sind sie vielleicht auch schon die nächste Stadt, die in Plant Go gefeatured wird und dann brauchen sie sich nächsten Sommer nicht mehr um das Gießen ihrer Stadtbäume zu kümmern, dann machen das ganz viele Menschen, indem sie gewinnen wollen. Und nun kommen wir auch schon zum letzten Projekt, was
Und zwar die Changebox. Und zwar, wir müssen nicht mehr Dinge, die wir nicht brauchen, einfach wegschmeißen, sondern wir können sie nämlich mit Leuten tauschen, die damit vielleicht noch was anfangen können. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern bereitet vielleicht auch noch vielen Menschen eine Freude an Dingen, die wir vielleicht nicht mehr so gut finden. Und damit übergebe ich jetzt an Judith, Salome, Henja, Lasse, Hanna und Johannes. Ihr braucht noch ein Mikro. Dankeschön. Ja, Johannes wird jetzt nicht kommen. Der ist schon losgefahren. Gut. Also, warte, ich muss erstmal anstecken. Toll. Das ist ein komischer Bug, warte, ich muss ihn kurz beheben. Während Lasse noch kurz Mac OS repariert, werden wir uns... Ah, das sieht doch schon wieder gut aus. Genau, können wir vielleicht schon mal kurz einen Blick auf das Produkt da drüben werfen? Genau das ist nämlich die Changebox. Ich hoffe, ich bin genauso gespannt wie Sie alle, was da jetzt gleich passieren wird. Lasse, wie sieht's aus? Achso, du schreibst noch die Folien. Nein. Nein, ich schreibe nicht in die Folien. Ich versuche es gerade. So, jetzt muss ich anstecken. Bitte alle kurz wegschauen. Bitte alle die Daumen drücken. So, starten. Starten. Oha, ah, das gut. Sieht gut aus. Juhu! Okay, hallo liebe Leute. Danke, dass ihr alle da seid bei unserem Kurzvortrag über die Changebox. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Umwelt und sind auf Folgendes gestoßen. Und zwar hat uns gestört, dass Leute einfach ihre Sachen weggeschmissen haben, obwohl man sie weiterverwenden kann. Und haben deshalb die Changebox entworfen. Die Changebox? Was soll ich nochmal sagen? Also... Weiter geht's. So, jetzt erklären wir euch, was die Changebox genau macht. Also, das soll folgendes Problem beheben. Nämlich, manche Leute mögen es nicht so sehr, wenn irgendwelche fremden Leute nach Hause kommen und deren Sachen abkaufen, wie bei eBay zum Beispiel. Dann wird es auch vielleicht noch mal per Paket gesendet, was dann auch nochmal für die Umwelt scheiße ist. Und deswegen haben wir die Changebox entworfen, wo man einfach seine Sachen reinlegen kann und dann weiter versenden kann. So, jetzt gehen wir auf die Webseite, das später mal eine App sein werden soll. Hier, Changebox. Und zwar funktioniert das so, dass einer seine Sachen reinwirft, so wie Sie Ihre AirPods, und dann generiert die Box einen Code, den man dann hier bei Neues Item hinzufügen eingeben muss. Zum Beispiel wäre es hier jetzt 333. Ja. Das kann die Box auch anzeigen, hier oben. Dafür haben wir kleine Computer benutzt. Da komme ich gleich noch zu. Wir haben es jetzt leider noch nicht richtig festgemacht, aber ich kann es mal demonstrieren. Wenn ich das jetzt in den Schatten werfe, wird hier gleich 333 auftauchen. Müsste zumindest. Ja, hat geklappt. So, den hast du schon eingegeben. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Und zwar müssen wir den Inhalt angeben. Also hier wären es jetzt AirPods. Und eine Beschreibung AirPods. Also man könnte jetzt einfach schreiben, AirPods im guten Zustand oder so, die möchte ich nicht mehr haben oder sowas. Ja. Dann kann man noch Folgendes auswählen. Die Kategorien, also Technik, Sport, Klamotten oder halt Literatur. Verschwunden? Ja. So, jetzt. Hier wäre es jetzt halt Technik. Dann drückt man auf Speichern und es wird hier unten angezeigt. Und zwar würde jetzt ein anderer Nutzer kommen, der gerne zum Beispiel AirPods haben möchte. Der würde dann hier draufklicken
und den Code für die Box erhalten, und zwar 333, den man dann dort eingeben könnte. Den Code kann man sogar eingeben. Also alle mal Kamera. Warte mal, geh mal bis einen Schritt zur Seite, dann kann man das. So. Mit Drücken von A. Zähl es einmal hoch. 1, 2, 3. Weiter mit B. 1, 2, 3. Noch zweimal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt hat man den Code eingegeben. Beim letzten Mal B drücken wird jetzt nochmal der Code angezeigt. Also, und dann soll man auch später angeben können, ob man das schon fertig so haben möchte. Also, ob das der richtige Code ist, falls man es falsch angegeben hat. Und, zum Beispiel, wenn man jetzt würde auch auf der Website dieser Zettel verschwinden. Das heißt, dass es schon abgeholt worden ist. Man muss halt schnell genug sein. Ja, und damit wollen wir auch anregen, dass man sich auch mal bewegt und dorthin geht. So, wie wir das Ganze hingekriegt haben, ist wie folgt. So, ich bin Lasse und ich habe mich über diesen kleinen Computern, Calliope Minis, auseinandergesetzt. Da ist es eine Art blockbasierte Programmierumgebung und es hat mir manchmal den Kopf zerbrochen und auch Nächte gekostet. Ja, wenigstens funktioniert alles halbwegs und Johannes wird sagen, was er gemacht hat. Hallo, ich bin Johannes und ich habe gestern den gesamten Tag vor dem 3D-Drucker da hinten im Modellbaubereich verbracht und habe dieses Ding mit dem Lasercutter ausgeschnitten. Und ich sage immer 3D-Drucker, und das ist falsch, aber genau, und es waren so drei so große Platten Holz. Und das ist, ja. Ja, ich bin Henia, ich habe die Kategorien, also die Bilder und das Logo designt. Und ich bin Salome und ich habe also die Schrift und Hintergrundfarbe und die Schriftart ausgesucht, damit das halt einigermaßen schön aussieht. Ja, ich bin Hanna, ich bin irgendwie die ganze Zeit überall mit rumgewuselt, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen bei den Calliopen vorbeigeschaut, habe auch so ein bisschen den Hintergrund von der Website mitgestaltet und habe auch so ein bisschen einen Plan gemacht, was wir so machen müssen unbedingt. Und ja, genau. Hallo, ich habe gemacht, dass die Website auch funktioniert. Hat sie gut gemacht. So, das war's. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch. Und ja, das war's. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Projekte, die wir gerade gesehen haben. Wenn das nicht die Umwelt verbessert, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt kommen wir zu den Menschen, Institutionen und Leuten, die neben den Jugendlichen, die hier 3 Tage lang fleißigst gearbeitet haben, das Ganze möglich gemacht haben, nämlich die beiden Organisatorinnen Lisa und Nilo, der sich in diesen Sekunden schon hier in Richtung Bühne bewegt. Denn die möchten noch etwas zu den Unterstützerinnen und Unterstützern sagen. Ja, genau. Das ist Nilo, der ist der zweite Organisator von Jugendtakt. Genau. Und ich genau. Übergeben. Du wurdest schon vorgestellt, nehme ich mal an. Genau. Ja, ich möchte mich jetzt zunächst mal ganz herzlich bedanken an zahlreiche Unterstützerinnen und PartnerInnen, die uns also finanziell unterstützt haben, sowohl als auch organisatorisch. Wir fangen an mit der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt als Kooperationspartner. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung hat uns unterstützt. Weiterhin gesponsert haben uns die Günther Papenburg AG, der Python Software Verband und die Piratenpartei Sachsen-Anhalt. Auch hierfür lieben Dank. Als Förderer ist noch aufgetreten die Stadt Halle
und das Eigenbaukombinat Halle natürlich eine großartige organisatorische Unterstützung und dass wir das hier in diesen Räumen durchführen könnten. Hierfür auch vielen Dank und glaube einen großen Applaus für alle, die hier auf der Folie auftauchen. Dankeschön. Genau, und es gibt natürlich aber auch eine ganze Menge weitere Menschen, die unabhängig von den Geldgebern diese Veranstaltung ermöglicht haben. Das sind nämlich die vielen Mentoren und Mentorinnen, die hier das ganze Wochenende lang auch bis tief in die Nacht waren und die Jugendlichen bei ihren Projekten unterstützt haben. Und ich bitte euch jetzt alle einmal nach vorne zu kommen, euch zu zeigen. Bitte. Genau, das sind nämlich jetzt ganz viele Menschen, die auch zum Teil von weit angereist sind, zum Teil hier aus dem Eigenbaukombinat und deswegen passen wir überhaupt alle hier hin. Ja, alle hier in den Reihen aufstellen. Dort nicht. Genau, also auf jeden Fall an euch auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr die Jugendlichen unterstützt habt, dass ihr uns unterstützt habt. Ihr habt das ganz, ganz großartig gemacht. Genau, außerdem möchten wir uns noch bedanken, natürlich bei der Programmleitung, also bei dem Verein Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation, die sozusagen den Overhead für diese ganze Veranstaltung bilden. Und da insbesondere auch nochmal Satya. Vielen Dank, Satya, für deine großartige Unterstützung. Genau. Satya hat eigentlich schon das ganze Jahr mit uns gemeinsam an der Organisation gearbeitet. Dann ein großes Dankeschön an Julia, die hier Helferin war und auch schon seit vielen Wochen mit unterstützt. Genau, dann bedanken wir uns bei Food Not Borders. Die sind jetzt gar nicht hier, aber die haben für die Verpflegung gesorgt. Also gegessen werden muss ja trotzdem zwischendurch auch mal. Und Food Not Borders hat ganz toll gekocht für uns. Also in den Stream hinein. Vielen Dank an euch. Und zuletzt dann noch, wir haben es eingangs schon erwähnt, es gab ja auch Lightning Talks gestern den ganzen Tag über. Auch da sind ein paar Leute zu uns gekommen, die Vorträge gehalten haben. Da möchten wir uns zum einen bei Chris von den Scientists for Future bedanken und zum anderen bei der Sabine, die sogar auch heute hier ist. Vielen Dank für den Vortrag über das Baumkataster in Halle. Das war, hat gut gepasst. Vielen Dank. Genau, und wenn Sie oder wenn ihr demnächst auch mal erwähnt werden möchtet in Danksagungen, dann möchten wir Ihnen noch mal kurz den Jugendhakt-Freundeskreis vorstellen, weil Jugendhakt an sich ist ja eine gemeinnützige Veranstaltung, das haben wir schon erwähnt, das heißt, wir alle machen das total ehrenamtlich, trotzdem kosten solche Veranstaltungen ja aber Geld und dafür sind wir jedes Jahr wieder neu auf der Suche nach Geldgebern und seit diesem Jahr gibt es den Jugendhakt-Freundeskreis. Da kann man sich anmelden, wenn man die Veranstaltung gut findet und unterstützen möchte. Da gibt es eine Website dazu, die freundeskreis.jugendhakt.org-Seite. Da kann man dann alles Weitere darüber nachlesen. Genau, eine andere Möglichkeit, Jugendhakt zu promoten, zu unterstützen, wäre es, ein T-Shirt zu kaufen. Wir haben vorne T-Shirts, die können gleich gekauft werden für 10 Euro das Stück. Genau. Und ansonsten, genau, haben wir eigentlich nur noch ein paar... Genau, es gibt noch so ein paar Social-Media-Kanäle. Es gibt eine Webseite, jugendhakt.org, da findet man immer interessante Blogposts, auch zu verschiedenen Themen außerhalb der Events. Da wird immer veröffentlicht, wann die nächsten Events sind, Veranstaltungshinweise und auch mal so hilfreiche Inhalte, einfach auch vor allem für die jugendlichen Hackerinnen und Hacker. Dann gibt es den YouTube-Kanal, wo immer die Videos landen, Instagram, Twitter und Mastodon haben wir auch. Genau. Und da dann gerne folgen und liken und retweeten und so weiter. Genau, immer schön weitererzählen. Genau. Ja, was...
Was es hier bei uns im Eigenbaukombinat noch gibt, das ist der Junghackertag. Das ist eine Veranstaltung, die findet einmal pro Monat statt, immer am vierten Samstag. Das ist für Mädchen und Jungen von 10 bis 18. Das heißt, es geht ein bisschen eher los als Jugendhack. Da gibt es auch dann besondere, insbesondere nochmal Angebote für ganz neue Einsteiger und Einsteigerinnen. Genau, und der nächste Termin ist am 23.11. Ich denke, es sind noch wenige Restplätze, leider keine Restplätze mehr, leider schon ausgebucht. Der nächste Junghackertag sind die Termine für Januar und Februar stehen schon drin, da kann man sich schon dann anmelden. Genau, weil im Dezember machen wir das immer nicht, weil wir da alle auf dem Kongress sind und dort gibt es auch einen Junghackertag. Genau, damit beenden wir diese Veranstaltung. Ein ganz großes Dankeschön an euch alle, auch dass ihr so schön mitgemacht habt. Kommt gerne nächstes Jahr wieder. Es war sehr schön mit euch. Genau, und dann wünschen wir euch eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal.